Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zum nächsten Part und letzten Part von Rise Son of Rome. Und ja, falls ihr die anderen Parts nicht gesehen hattet, ihr solltet euch das auf jeden Fall reinziehen. Es lohnt sich, Leute. Diese scheiß Singleplayer-Kampagne ist endlich mal wieder eine schöne Singleplayer-Kampagne. Weiß nicht immer, wie das gleich ist, aber mehr zum Test und den ganzen Zeug und so, wie man das Ganze bewertet und so, mache ich dann noch ein extra Video zu. Weil das will ich jetzt nicht hier am Anfang packen. Los geht's. Ha, die vierte Reservekohorte steht bereit. Aber unsere Reihen wurden durchbrochen. Plünderer durchstreifen die ganze Stadt. Verstanden. Ah, du Wichser, du block mir doch nie! Okay. Da bin ich ja mal gespannt, wie das endet. Oh, sehr viele Leute zum Schlachten. Na, das ist doch mal was Schönes. Lol, ich wollte die schlachten. Wir müssen einen Weg freiräumen. Vitalion ist auf der anderen Seite. Du da! An die Arbeit! Ja, Herr. Plünderer! Legionäre! Nehmt zur linken Verteidigungsstellung ein! Schützen! Hinter mir! Gebt Rückendeckung! Schützen! Deckung geben! Schützen, Deckung geben. Schützen, Deckung geben. Schützen, Deckung geben. Schützen, Deckung geben. Glaub ich nicht.
Gute Arbeit. Ihr da? Sichert die Gegend. Ich werde zu unserem Kommandanten eilen. Rom wird nicht fallen. Bewegung. Marius, Sohn Roms, erhebe dich. Es ist noch Zeit. Dein Schicksal erwartet dich. Sieh dich um. Wie soll ich den Fall Roms verhindern? Alles ist verloren. Verschwende deine Zeit nicht mit den Blütenblättern. Schneid den Kopf ab. Teleport-Hacker. General! Wir können Sie nicht mehr lange aufhalten! Boudica. Herr! Herr, ich weiß wirklich nicht, wie lange wir noch... Die Gunst der Götter ist versiegt! Wir müssen... Zurückfallen? Fliehen? Hast du für diese Worte deinen Posten verlassen? Deine Männer verlassen? Wir wurden von den Göttern herbeigerufen. Und du willst fliehen. Ich sollte dich umbringen. Du bringst Unehre über deine Männer. Du bringst Unehre über mich. Du bringst Unehre über Rom! Ich schwöre dir, Centurio, dass Rom nicht fallen wird. Nicht heute. Heute. Kämpfen wir. Beordere die Reste der 6. Legion zur Unterstützung der Westflanke. Ziehe die 5. aus der Altstadt dazu. Ich werde die Reste der 14. suchen und den Feind direkt vor dem Palast angreifen. Los! Verstanden. Die Frontlinie wird halten. Und wenn ich selbst dafür sorge...
Hier lang, General. Boudicas Truppen haben das Forum überrannt. Wie lauten eure Befehle? Wir durchbrechen Boudicas Leibwache und töten sie. Man kann nicht wieder nach Hause. Gar nicht. Oh, stopp, hier ist was Grünes. Auxiliarschützen der 19. Herr. Folge mir. Ja, Herr. Folge mir. Da unten. Unterstützt sie. Salve abfeuern. Salve abfeuern. Salve abfeuern. Salve abfeuern. Los, Männer. Ausrücken. Los, Männer. Boudica, auf dem Elefanten! Sie versucht, die Palastverteidigung zu durchbrechen. Wie sieht's mit der Artillerie aus? Da oben auf der Anhöhe steht ein Scorpio. Diese Elefanten sind nicht stark gebrannt. Wir werden sie nur mit einem Scorpio bezwingen können. Mann, wie ich diese Scheiße hasse mit diesen komischen Bogenschützen. Dieser Hurenbengel von Marius, wie er nicht diesen Stab endlich mal dahin halten kann. Nein! Ganz ruhig. Wuser. So. Bäh. Jetzt müsste mein Mikrofon rauschen, wa? Ha. Ladezeiten. Also was ich noch ein bisschen fail finde, ist das mit dem Stab.
ich visiere die ganze Zeit das Ding an, also die Leute da, und er macht einfach nicht das, was er tun soll. Ja, er visiert sie nicht an, und wenn er es dann macht, dann braucht er ewig, dieser Typ, ey. So, Ladezeit. So, gut. Trefferweg dann. Boudica, auf dem Elefanten! Sie versucht, die Palastverteidigung zu durchbrechen. Wie sieht's mit der Artillerie aus? Da oben auf der Anhöhe steht ein Scorpio, Herr. Ach so soll das sein. Ui. Ui. Victor, steht mir denn weg! Da. War wahrscheinlich sehr laut. Wow. Man, geh runter da! Du Typ, Alter. So. So treffen wir uns wieder, Römer. Vergib dich oder zahl den Preis. Auf dass du Rom zerstörst? Niemals. Wir können nicht beide siegen. Und jetzt lasse ich mich von dir auch nicht mehr aufhalten. Mehr, Alter. Jetzt auf den Vater hören sollen. Ups, Entschuldigung. Ich wollte mein Mikro noch muten. Oh.
blöde Sau, das kann ich auch. Guck mal hier. Komm, mach ich gleich nochmal, weil es dir so gefällt. So sieht das aus hier. So. Marius, Sohn Roms. Wir zwei sind gar nicht so verschieden. Das Schicksal macht uns zu Feinden. In einem anderen Leben. In einem anderen Leben vielleicht. Nicht in diesem. Nein. Nicht in diesem. Tu es, Römer. Tu es. Centurius Severus zu mir! Stell das am höchsten Ort auf, den du findest. Wenn die Barbaren ihn sehen, fliehen sie. Der Sieg wird unser sein. Da du offenbar nicht zu meinem Schutz hier bist. Wozu dann? Ihr ließt meine Familie ermorden. Ihr habt Rom zerstört. Alles, was geschehen ist. All das unnötige Sterben. Eure Eifersucht. Eure Eitelkeit. Eure Arroganz haben dazu geführt. Warte! Hast du die Prophezeiung des Orakels vergessen? Kaiser Nero kann nur durch sein eigenes Schwert sterben. Du kannst mich nicht töten. Nur ich kann das, hast du selbst gesagt. Ich flehe euch an! Gib mir deinen Dolch, General. Dann sterbe ich zumindest als Kaiser. Selbst wenn ich nie so lebte. Du sagtest, die Barbaren seien besiegt. Also? Nicht sie hämmern gegen die Tür. Es sind meine Prätorianer. Wachen! Wachen! Damokles ist hier! Er will mich töten! Beschützt mich! Marius, mein Guter. Hast du irgendeine Idee, wie viel Ärger du mir bereitet hast? Wie hart ich gearbeitet habe, bis alle Teile des Plans sich zusammenfügen? Yeah!
Über die Zeit erholte sich Rom. Und seine Zivilisation wuchs und gedieh erneut. Die Stadt, gerettet von einem unbesungenen Helden, hatte Bestand. Über tausende Jahre. Rom würde überdauern. Von da an bis zum letzten Tag der Menschheit. Yo, das war doch meine Story, oder was? Krass. Also das war ein Ende, wie ich es nicht gesehen habe. Ich dachte, er sticht ihn ab und gut ist, aber dass die Götter sich, dass die ein Spiel spielen. Okay, die Götter haben im Spiel ein Spiel gespielt. Wow, Inception. Nein, das war Rise Son of Rome. Schreibt ihr mal rein, wenn ihr das von Anfang bis Ende beobachtet habt. Was ihr davon haltet von diesen Spielen, das ist mir sehr wichtig, weil es ja viele mal gesagt haben, die Story wäre einfach nur ein Spiel, Grafikblender ohne richtige Story oder sowas. Ich finde, die Story war recht gut. Und ja, was soll ich dazu sagen? Story an sich hat mir extrem gut gefallen. Dazu will ich aber noch mal ein extra Video machen, weil die Leute das jetzt so nicht sehen. Die sehen, ah, Let's Play will ich nicht gucken. Ich will eher gucken, wie das Spiel ist, bevor ich es mir kaufe. Daher mache ich noch mal ein eigenes Video. Ich hoffe, man hat mich gut verstanden. Das war mein Let's Play zu Rise Son of Rome. Und ich hoffe, wir sehen uns in anderen Let's Plays mal wieder. Das war das zweite Let's Play, was ich auf meinem Kanal zu Ende gemacht habe. Und daher wäre es schon extrem... Ja, also es ist einfach extrem krass und so. Ich wünsche euch viel Spaß auf meinem Kanal mit den weiteren Videos. 400 sind es. Und wir sehen uns dann ja in der Zukunft oder in der Vergangenheit, keine Ahnung. Und auf Wiedersehen. Ciao.